the free and the home of the brave. Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Friends, liebe Kameraden, liebe Weggefährten, liebe Freidenker, Querdenker, liebe Denker, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute gibt es eine Sondersendung. Und zwar darum, ich gehe nachher gerade ins Yoga und dann gehe ich zu Nacht essen in einem Restaurant, in einem Land, das frei ist. Tapfer sind wir noch nicht, sind wir noch viel Feigling unterwegs. Aber was sollen wir machen? Gut, ihr habt frisch duschen, die sehe ich durcheinander aus. Aber egal, wir kommen auf den Punkt. Und zwar kommen wir auf den Jockeli hier zu sprechen. Der Jockeli, der ist Jockeli von Beruf. Er heisst Stefan Büsser, glaube ich. Und er ist beim Schweizer Fernsehen Stand-Up-Comedian, glaube ich. Ich schaue kein Schweizer Fernsehen, da habe ich keine Ahnung. Seit dem Jacobo habe ich nie etwas Lustiges gesehen am Schweizer Fernsehen. Hat aber vielleicht damit zu tun, dass ich kein Schweizer Fernsehen mehr schaue. Aber auf jeden Fall kann man sagen, er ist ja eigentlich der Hofnarr vom Schweizer Fernsehen. Aber im Gegensatz zu den Hofnarren, die sogar den Mut hatten, am König noch die Meinung zu sagen, damit er Kritik vom Volk aufnehmen können, ist der Stefan Büsser wunderbar geradlinig auf einer Linie mit dem Narrativ vom Schweizer Fernsehen. Wunderbar eingebettet, absolut gratis mutig. Das Gegenteil von Zivilcourage, wenn man mit der veröffentlichten Meinung in einem Strom schwimmt, wenn man 98% von der Medienmeinung vertreten und einfach nochmal Leute auf die Leute einbashen, die eine andere Meinung haben zu einem Thema und sie dann auch als Unmenschen und als Idioten dort abstempeln. Was der Stefan Büsser in seinem Video ziemlich durchgehend macht, mit ein paar Einschränkungen, aber immer nur eine Einschränkung, um gerade wieder uns auf den Deckel zu hauen. Natürlich kommt das Wort Verschwörungstheoretiker und so weiter vor. Genau. Dann wird, gerade hier fängt es an, oder? Zuerst werden die Leute aus dem Spaziergang in Bern raus isoliert. Und entweder haben sie komische Leute interviewt oder sie haben einfach dann auch schlaue Stellungnahmen aus dem Zusammenhang gerissen, einfach so, damit der Effekt maximiert wird. Das ist Politiker legitim. Politiker sind Profis, sie müssen das ertragen. Aber dass man einfach irgendwelche Zivilisten da vor die Kamera schleppen und dann gar kaputt machen, ist jetzt etwas, was ich nicht machen will. Und ich habe knapp 2000 Follower, nicht 77.000, wie viel also der Stefan Büsser hat, dank dem, dass er eben Sprachrohr auf dem Schweizer Fernsehen sein kann. Gut, gehen wir da mal weiter. Dann sagt er einmal, es gibt Redefreiheit und so, es gibt Einschränkungen, aber bezieht sich auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei den Demonstrationen, das gibt es tatsächlich, aber es gibt eben auch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei allem, was der Bundesrat macht, wenn er Notrecht ausruft. Und da ist jetzt der Kernpunkt, den wir kritisieren, was passiert, ist unverhältnismäßig. Und beweisen, dass es verhältnismäßig ist, dass man den Bundesrat, der die Massnahme beschlossen hat, und nicht wir, nur zum Sagen, nicht, weil immer wieder versucht wird, Beweislast umkehrt zu bringen. Wir wollen hören von unseren Gegnern, dass die Epidemie hat erstens können verhindert werden mit den Massnahmen und zweitens, dass man es hat müssen verhindern mit diesen Massnahmen. Wie bis jetzt alles, was wir gesehen haben, in dem, was passiert ist, wir haben keine Übersterblichkeit weltweit, es läuft alles weiter, nicht annähernd so schlimm wie 2017, 2018, wo wirklich eine schlimme Grippewelle über uns aus ist. Aber da wird einfach ignoriert. Gut, gehen wir weiter. Ich zeige übrigens keinen Videoausschnitt zeigen, weil letztes Mal ich Schweizer Fernsehen kritisiert haben sie mir angezeigt, wegen Copyright-Verletzung. Jetzt hoffe ich, dass die Grösse haben, dass wir nachher nicht Standbilder auch noch zum Vorwurf machen und dann auch das nicht beanstanden. Gut. Das heißt, wenn wir uns mitten in der Pandemie befinden und man versucht, die Ansteckungen zu verhindern, dann steht das über dem Recht von der Versammlungsfreiheit. Erstens mal würde ich gerne sehen, wo sind wir mitten in der Pandemie? Wenn man die Pandemie-Definition vor ein paar Jahren nicht umgeändert hätte, dass man jetzt jede durchschnittliche Grippewelle kann als Pandemie bezeichnen, dann wäre das gar keine Pandemie. Also ist eine Definitionsfrage, was eine Pandemie ist. Sicher ist Todesrate und so gibt das nicht her. Oder? Und Versuch, Ansteckungen zu verhindern, steht nicht zwingendermaßen über dem Recht von der Versammlungsfreiheit. Wie gesagt, es muss verhältnismäßig sein. Und ich hätte gerne die wissenschaftliche Grundlage, ich hätte gerne die Studie, die bewiesen hat, bevor man den Shutdown gemacht hat, dass der Shutdown etwas bringt. Und noch lieber hätte ich sogar jetzt im Nachhinein noch beweisen, dass es etwas gebracht hat. Weil sowohl die ETH wie auch das Robert-Koch-Institut haben beide ja wieder leid, dass es etwas gebracht hat. Oder respektive, dass es praktisch nichts mehr gebracht hat, weil die Reproduktionszahl schon vorne, sehr null, vorne schon auf 1 abgesenkt ist und damit eigentlich die sogenannte Pandemie eingeschränkt worden ist. Und übrigens, eben, Amnesty International ist gleicher Meinung. Es ist nicht tolerierbar. Er macht sich auch lächerlich über Demonstranten, dass das schlecht ist, dass es etwas Böses ist. Und gleichzeitig nachher sagt er,
regt sich jetzt auf, dass er jetzt 2 Stunden lang da gewähren lassen. Er meint, das sei ein Ausdruck für unseren Rechtsstaat, dass die Polizei, die Leute, die da spazieren oder auf dem Platz waren, dass man die alle gebüßt und verhaftet hat. Dass man die gewähren lassen, sei ein Zeichen der Demokratie. Das ist natürlich absolut falsch. Es ist ein Zeichen, dass der Rechtsstaat am Limit ist. Weil die Polizei genau weiss, in der Rechtsstaat müssen sie jetzt angeblich das Gesetz umsetzen. Aber sie offenbar wissen sie, dass entweder das Gesetz nicht Hand und Fuß hat, oder sie setzen das Gesetz nicht um, obwohl es Hand und Fuß hat. So oder so, es ist das Versagen vom Rechtsstaat. Genau. Obwohl es keine Bewilligung dafür gegeben hat, sagt er da noch, man muss dazu sagen, man kommt gar keine Bewilligungen über. Also muss man natürlich logischerweise auf die Straße gehen, ohne Bewilligung. Genau. Und dann sagt er, oder jemand zitieren und sagt, das absolute Demonstrationsverbot ist nicht haltbar. Aber eben später dann sollte jetzt auch wieder größere Kundgebungen möglich sein. Und Demonstrationen, wo Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, sollten das ab sofort wieder erlaubt werden. Und da frage ich, wieso nicht vorne schon? Wieso ist die Versammlung vorgestern verboten gewesen? Nur zum Sagen, die 2 Meter Abstandregel auf dem Bundesplatz ist vor allem eingehalten worden, bis die Polizei uns eingepfercht hat, wo sie uns mit dem Band abgedrängt haben und ich mich geweigert habe, mich da quasi in die Masse hineinzubegeben. Und von das jetzt verzeigt worden bin. Gut. Nächster Punkt. Dann sagt es Leute überhaupt, da sehe ich ja Alain Berset so, sagt. Und jetzt schauen wir da. Ist auch klar, dass wir sehr bald über diese Fragen diskutieren müssen. Also, sehr bald darüber diskutieren heisst nicht, er sieht es so. Er sagt, er tut auf Zeit spielen, ist absolut nicht der Fall. Stefan Büsser, die Hoax, die Bank, entlarvt. In allen Punkten. Und jetzt kommt noch viel mehr. So, wenn ihr meint, eure Meinungsfreiheit sei hier in der Schweiz beschnitten, dann schauen wir schnell auf London. Ah, okay, schauen wir auf London. Sehr gut, schauen wir auf London. Also nehmen wir noch ein schlechtes Beispiel, um zu sagen, in der Schweiz ist es nicht so schlimm. Okay, komm, machen wir das. Da sehen wir einen. Die haben mehrere Leute verhaftet in Anti-Lockdown-Massnahmen. Ein richtiger Skandal, kann man da nur sagen, oder? Da würde in der Schweiz ja absolut nicht... Oh, Moment. Oh, sorry. Tut mir leid, ja, der Stefan Büsser hat das Video offenbar nicht gesehen. Gut, vorübergehend eingeschränkt sind persönliche Freiheit, Glaubensfreiheit, Grundschulunterricht, das ist jetzt wieder draußen, glaube ich, jetzt können Sie wieder in die Schule gehen, Wirtschaftsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, genau. Und wie wir gerade im letzten Punkt gesehen haben, ist das alles unglaublich milde ausgeleitet worden. Unglaublich milde ist es ausgeleitet worden. Okay, schauen wir mal schnell, am letzten Punkt sieht man es an. Gut, wie sieht man es? Es ist verboten, ich bin verzeigt worden. Unglaublich milde. Wirtschaftsfreiheit, Restaurant am Arsch, unglaublich viele Firmen am Arsch, alles am Arsch. Die Schule geschlossen, Glaubensfreiheit nicht existent, Recht auf persönliche Freiheit, ade. Oder ich glaube, das ist, wenn man das will sagen, dass es am letzten Punkt sieht man unglaublich mild. Da hat er den Punkt rausgenommen, wo ein Mensch das auch interpretieren kann. Das ändert aber nichts daran, dass bei den anderen Gesetzen, übrigens sind es glaube ich 7, nicht nur 5, die er aufgezählt hat, dass das in den anderen Fällen überhaupt nicht mild war. Wenn er das sagt, hat einfach einer die Waffeln. Gut. Wir können uns zum Beispiel auch extrem frei können bewegen. Jetzt wollen wir das mal zulassen. Wir sind in einem freien Land. Und jetzt sind wir dankbar sein dafür, dass wir uns frei bewegen können. Da muss man sich mal anlassen. Gut. Und Meinungsfreiheit war bei jedem von uns gegeben. Ja, vor allem bei denen, die im Schweizer Fernsehen gearbeitet haben. Weil wir unsere Freiheit haben, unsere Meinung zu sagen. Wir werden beschnitten. Nathalie Hildmann da, seine Produkte werden aus dem Regal genommen. Und dann sagt er da noch, wir das können sehen, wie frei wir sind, an den teilweise unsäglichen YouTube-Videos. Ja, Stefan Büsser, dieses Beispiel, das Video für dich ist unsäglich. Und das ist ein Beispiel, dass Meinungsfreiheit funktioniert, solange man Mainstream-Narrativ dort eng folgen und Bundesratmeinung zu 100% kolportieren. Aber es ist unglaublich viel rausgenommen worden und jeder, wo ich sich für mehrere Quellen interessiert, als einfach nur Tagesanzeiger und Spiegel Online, hat mitbekommen, dass immer wieder Videos abgenommen worden sind. Zum Beispiel von einem Bakti, der absolut nichts Reisserisches sagt, absolut nichts, wie schlimm wäre. Aber von YouTube und Facebook ist er zensiert worden. Auf Anweisung von der YouTube-CEO, weil sie auch gesagt haben, sie würden ab jetzt ja die WHO-Richtlinie und David Jever zapfen 100% übertragen und sonst wird es halt nicht gelöscht. So viel zur Meinungsfreiheit. Übrigens, jetzt kannst du sagen, wir können unsere Meinung trotzdem sagen, ja, aber wenn man einfach in den Wald hineinsteht, wie sie Meinung rausheben, ist es nicht Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heisst, man darf es vor den Leuten sagen. Nicht einfach nur von niemandem. Gut. Und dann sagt er zu Recht, dass das Epidemiegesetz vom Volk angenommen worden. Ich glaube, heute wird es nicht mehr angenommen werden, das ist etwas anderes. Und jetzt sagt er, dass die Demokratie funktioniert ja, weil die SVP ja jetzt da das Notrechtregime untersuchen. Und das sage die SVP ja wirklich nicht bundesratsnäher. Ich weiss nicht genau, was Stefan Büsser gegessen hat.
Aber soweit ich weiss, ist die SVP selber im Bundesrat enthalten, mit zwei Leuten vertreten. Unsere Demokratie funktioniert also wunderbar. Also die Tatsache, dass jetzt wir in einem absoluten Unrechtsstaat leben, wo Willkür herrscht, wo Autowöschstrassen geschlossen sind und man keine TÜV-Lektionen dürfen nehmen, obwohl die Strassen leer sind und null Lastreckungsrisiko besteht, dass man jetzt im Nachhinein, nachdem hunderte Milliarden von Schweizer Franken werden verlochert worden sein, darf eine Untersuchungskommission vielleicht jetzt angenommen wird, wo nachher am Schluss vielleicht der Bundesrat den Bier ein bisschen mit dem Zeigefinger angemahnt wird. Das soll ein Zeichen sein, dass unsere wunderbare Demokratie funktioniert. Oder sie auch wunderbar funktioniert. Gute Nacht um 6 Uhr. Gut. Und das Schlatter sagt jetzt aber ganz richtig, es darf nur so lange dauern, wie es nötig ist. Und es ist nicht mehr nötig, es ist vorbei. Bis spätestens nächsten November passiert gar nichts mehr. Die Grippesaison ist vorbei. Oder? Es ist vorbei. Und darum, all die Auflagen, die Schikanierungen an die Fahrlehrer, an die Restaurants, an die Läden, alles Schikane, alles unnötig. Und nur darum, weil du sagst, es sei alles verhältnismäßig, ist das noch lange noch nicht. Es ist absolut unverhältnismäßig und darum gehen so viele Leute auf die Straße. Gut, und dann hat es da einen zitiert, er hat unglaublich gut geredet, er hat gesagt, es ist eine vollkommene Hysterie, was da abgeht im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Bundesrat treibt die Bevölkerung zuerst in die Hysterie, dann in die Arbeitslosigkeit und dann in die Schulden fallen. Gut, das war da, oder? Und das Ganze macht er für nichts. Und dann sagt er plötzlich, ja, mal Medienkritik, schau nur so viel, wie ihr konsumieren könnt. Schau genau, wann ihr konsumiert. Und dort, wer halt riesige Medien konsumiert, die Panik schüren möchten, der geht dann zu McDonalds und beklagt sich nachher, dass er fett geworden ist. Da seht ihr, wie schief das Bild ist, oder? Ich meine, Panik schüren, zum Beispiel nicht Stefan Büsser, aber sein Arbeitgeber, der Panik schüren, die anderen den Panik schüren. Und es gibt einen wesentlichen Unterschied von jemandem, der in McDonalds geht und sich darüber beklagt, dass er fett geworden ist. Und zwar ist es im Moment so, dass alle anderen in McDonalds gehen und ich muss mit fett werden, obwohl ich das gar nicht will. Das ist eine Analogie, die nicht verhebt und das ist ein Beispiel von Propaganda und illegitimer Abkürzung. Nächster Punkt, das ist kompletter Bullshit, sorry, ja genau, da bin ich mit dir einer Meinung, allerdings auf den bezogen, was du da erzählst. Was passiert, wenn man keine Massnahmen ergreift oder Sport ergreift, das haben wir gesehen in Italien, Spanien und New York. Was genau haben wir gesehen dort? Dort haben wir gesehen, dass wenn man den Notstand ausruft, dass Krankenschwestern zurück auf Bulgarien gehen und dass man halt den Leuten in Spitalien nimmt, die sehr alt und sehr krank sind und dann wieder zurück in die Pflegeheim verfrachtet und nach einem Krankenhauskeim mitnehmen, nicht nur Corona, sondern nach Krankenhauskeim, dass viele Leute sterben. Was haben wir aber auch gesehen, obwohl der angebliche Super-GAU passiert ist, Super-GAU passiert ist eben gar nicht passiert. Die Linie hat sich abgeflacht, in Italien hat es keine Übersterblichkeit. Und sogar in diesen 5 Spitälern, wo man da auseinandergelegt hat, wo die meisten Toten passiert sind, ich weiß nicht mehr genau, gemessen von Anfang Jahr her, es hat nicht einmal dort eine Übersterblichkeit gegeben in diesen Spitälern. Gut, und jetzt sagt er, ja, jetzt kommt er mit Schweden. Okay, jetzt sind wir gespannt darauf, wie wird der Schweden die Banken? Tut mir leid, dass ich schnell rede, aber ich muss eben nachher ins Yoga gehen. Wie wird er das machen? Jetzt sagt er einfach kurz und gut, es hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Und dann hat das Argument, nach und nach irgendwann dort müssen Massnahmen ergreifen. Ich würde gerne wissen, welche. Ganz am Anfang früher hat man gesagt, die Ansammlung über 50 Leute sind nicht erlaubt. Es wäre kein Besuch mehr in Altersheim, die Leute müssen rausgehen für das. Und die jungen und Studenten bleiben zuhause. Die Studenten bleiben zuhause, damit sie zu viel Verkehr hat oder nicht zu viele Leute im Verkehr. Und dann hat man gar nichts mehr unternommen. Wirtschaftsfreiheit ist weiterhin da gewesen. Versammlungsfreiheit eben begrenzt auf 50 Leute, oder wenn man den Abstand einhält. Dort hat vor allem niemand wollen demonstrieren, weil die Bürgerrechte nicht mehr gewesen sind. Das ist ein wichtiger Punkt, oder? Gut, denn da, weil halt scheinbar ein sorgfältiger Verzicht auf die Freiheit beim Menschen einfach nicht funktioniert. Okay, das ist wieder eine sehr, ich tue es also so sagen, ich bin sonst nicht parteipolitisch, aber das ist ein sehr linkes Weltbild, dass man einfach das Gefühl hat, man muss den Menschen alles vorschreiben. Ich glaube, was die Schweden angebracht hat, hat mir auch angebracht. Aber der Stefan Büsser glaubt das nicht. Gut, und dann sagen sie, haben 50% mehr Todesfälle gehabt, das stimmt, aber haben da 20% mehr Einwohner. Im Moment haben sie etwa 30% mehr Todesfälle, aber es ist sehr schwierig, so Länder zu vergleichen, wenn sie über 2000 Kilometer auseinander sind. Außerdem hat Schweden Fehler gemacht, die nicht mit dem Shutdown zu tun haben, sondern darum, weil eben Stockholm ist eine sehr grosse Stadt, viel grösser als Zürich. Und in diesen Städten sind Leute gestorben aus Somalia, aus komplizierten Gründen, die ich jetzt noch nicht eingehe, die ich in vorherigen Videos schon besprochen habe. Auf jeden Fall, jetzt kommt das beste Argument. 600% mehr Todesfall pro 100'000 Einwohner. Gut, kann man so sehen. Aber eben auch da wieder, man nimmt einfach das Beispiel raus, das man am besten vergleichen kann. Und dann sagt man jetzt, das hat wegen dem gut oder schlecht funktioniert.
Abgesehen davon, dass halt Norwegen nicht die gleich grosse Akkus hat. Die drei grössten Städte in Schweden haben schon 4,5 Millionen Einwohner. Aber lassen wir mal das als Argument durch, dass ein bisschen mehr Leute gestorben sind. Aber jetzt schauen wir mal das. Und die Wirtschaft hat nicht weniger gelitten, weil man sie offen lassen hätte. Er sagt, in der Schweiz ist das Bruttoinlandprodukt geschätzt auf minus 6,7% und in Schweden 6,9 bis 9,7. Und das Quelle gibt er die Republik an. Die Republik ist das Alternativmedium vom Mainstream. Also die Leute, die meinen, sie lesen jetzt etwas wahnsinnig verboten, die lesen die Republik, die einfach genau gleich aus Tagesjournalisten besteht und eigentlich dort ziemlich gleiche Geschichte erzählt, die wirklich die zweite Meinung richtig zulässt. Aber an das, es sind ja nur Schätzungen, ist überhaupt nicht beleidigt. Und meine Frage ist einfach, glaubt Stefan Bösser wirklich, dass wenn Schweden den Shutdown gemacht hätte, dass nachher der wirtschaftliche Schaden milder gewesen wäre? Weil das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Dass Schweden, der über 50% exportiert, unter Umständen noch mehr leidet, weil das einfach alle anderen Länder unter den Shutdown machen, das sagt überhaupt nicht aus, dass der Shutdown selber in Schweden richtig gewesen wäre. Also das ist auch wieder ein logischer Kurzschluss, der einfach nicht stimmt. Und dann hat er eben gesagt, der andere Demonstrant hat gesagt, man hat das alles für nichts gemacht und jetzt wird es ganz primitiv. Jetzt sagt er, es sterben ja nur die Alten. Dann bringt er einen Ausschnitt raus von 2 Wochen, wo die Übersterblichkeit mal höher ist, statt dass er wirklich ehrlich wäre und würde sagen, bis heute haben wir in der Schweiz absolut keine Übersterblichkeit gehabt, im Vergleich zu anderen Jahren. Es hat in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 2 Jahre gegeben, wo wir mehr Übersterblichkeit hatten. Wir bewegen uns völlig im Schnitt. Obwohl wahrscheinlich eben auch viele Leute gestorben sind, der Herzinfarkt und der Hirnschlag, weil 30-40% weniger Leute jetzt ins Spital gegangen sind mit diesen Problemen. Und allein das wird wahrscheinlich zu Todesfällen geführt haben, weil die Leute sich nicht mehr ins Spital getraut haben. Und eben dann sagt, da sterben nur die Alten, das sagt ja niemand. Man sagt, niemand soll die Alten einfach sterben lassen. Man sagt, die Alternative ist, die alten Leute isolieren. Das hätte man müssen probieren. Gut, gehen wir da weiter. Und jetzt sagt er nochmal ein Fake News, hat ein 70-Jähriger kein Anrecht mehr auf 10 Jahre Leben, wenn er topfit ist. Erstens mal, wer 70 und topfit ist, der stirbt nicht an Corona. Das ist ja ein absoluter Ausnahmefall. Im Schnitt sterben sie mit 84 mehrfach vorerkrankt. Und das ist einfach genau die Angst, die man schürt, wenn man gesagt hat, 2,3 Millionen Schweizer seien gefährdet vor Corona, was einfach ein absoluter Habakuk ist. Und jede 70-Jährige hat das Recht zum Leben, auch jede 90-Jährige, nicht 110-Jährige hat das Recht zum Leben. Aber er hat nicht das Recht zu erwarten, dass die ganze Wirtschaft an die Wand gefahren wird, damit ein 84-Jähriger 85 werden kann. Punkt. Nicht um jeden Preis. Es gibt irgendwo ein Limit. Und wir, die Corona-Skeptiker sind, haben die Ehrlichkeit, uns Gedanken zu machen über 2 Fragen. Was macht das Leben lebenswert und was ist das Leben wert? Und dieser Diskussion müssen wir uns stellen. Aber mit so Schanglis wie Stefan Bösser werden genau Leute, die die kritische Frage stellen, an den Rand drängt und als Verschwörungstheoretiker, Psychopathen und irgendwelche Wahnsinnige abgestempelt. Und es nützt überhaupt nichts. Es wird überhaupt nichts zur Debatte beitragen. Und wenn Stefan Bösser so ein guter Stand-up ist, was ich vermute, hat er ja keinen Erfolg, dann wäre es gut, dann würde ich ein bisschen humorvoller an die ganze Sache herangehen und vor allem einmal die Mächtigen ins Visier nehmen. Wie hat man mal den Besitzer gesagt vom Nebelspalter, Satire darf alles, solange es nach oben treten, nicht nach oben. Und was er macht, er schlägt auf die 10-20% ein, die den Mut haben, die eigene Meinung zu stehen, die eine absolute Minoritätenmeinung ist, obwohl die Fakten auf unserer Seite sind. Weil nochmal beweisen, dass man die Massnahmen machen muss, das müssen nicht wir, das müsst ihr. Und ich habe noch keine Studie gesehen, die beweist, dass es nötig wäre, erstens, und zweitens, dass ein Shutdown überhaupt etwas genützt hat. Gehen wir weiter. Und jetzt sagt er vor allem, wer entscheidet, wer noch sterben lässt. Und das ist, wenn es deine Großeltern trifft, das ist ja sehr emotional, abstrakt. Dieses Mal lassen wir die Alten sterben. Ja gut, das ist halt eine Risikogruppe. Und beim nächsten Mal sagen wir halt, die Schwachen nimmt es halt. Oder Eugenik wieder. Da sind wir wieder beim Thema. Uns ist es einfach scheißegal. Wir sind quasi alles Nazis, die wollen, dass einfach die Schwachen sterben. Darwin's Law. Wir sind ja absolute Unmenschen. Und das alles verpackt in ein 11-minütiges Video. Und ist absolut, er sollte sich schämen über das. Dass er seine Reichweite für so etwas benutzt. Und da kann man dann gut sagen, es erinnert an Nazi-Deutschland. Seht ihr, das ist ein Nazi-Deutschland. Was wir wollen, was wir von den Demonstranten wollen, das ist ein Nazi-Deutschland. Weißt du was, Stefan Bösser, fick dich. Wirklich fick dich. Wenn du mir sagst, ich bin Nazi, dann fick dich. Gut, und dann da, ich weiss, die Situation ist richtig scheiße, ja, für uns schon, für dich wahrscheinlich nicht, weil du schaffst im Schweizer Fernsehen, hast den Lohn sowieso und kannst den Reach noch ausweiten und so. Gut, und einige von euch hat es richtig hart erwischt. Genau, einige von uns hat es richtig hart erwischt. Übrigens nicht mich, ich gehe nicht auf die Straße wegen mir. Mich hat es besonders hart erwischt, ausser eben, dass ich jetzt auch komische Post bekomme von ehemaligen Kunden von mir. Aber einige von uns hat es richtig hart erwischt. Genau. Sagt das wirtschaftlich, physisch oder psychisch? Ja genau, Stefan Bösser, es sind Leute gestorben. Leute sind gestorben. Selbstmordrat wird sicher noch publiziert werden. Und es sind Leute gestorben, die nichts, das hat man in Deutschland jetzt schon beleidigt, dass da tausende Leute schon gestorben sind, neben dem
ohne direkte Folge vom Shutdown. Nicht direkte Folge an Corona, sondern eben an der Folge vom Shutdown. Genau, und da findest du richtig grosse Kacke. Das ist schön, wenn du fluchen kannst, aber fluch doch bitte für einen guten Zweck. Gut, aber das Virus hält sich halt nicht an unsere Pläne. Wieso machen wir einen Shutdown? Ist ein Shutdown nicht ein Plan der Regierung? Wieso machen wir einen Plan? Das ist ja meine Theorie. Ich habe ja gesagt, das bringt nichts. Machen wir keinen Plan. Der Virus soll durch die Leute durchgehen und dann ist es vorbei. Am Anfang haben sie auch noch gefunden, es ist gut, probieren wir den Virus zu flatten the curve. Aber jetzt sind wir ja zu den Hygienehysteriker geworden, die in einem Gesundheitsfaschismus leben. Und jetzt geht es einfach darum, den Virus möglichst zu stoppen. Obwohl wir wissen, wir alle wissen, ein Virus hält sich nicht an unsere Pläne. Das hast du selber jetzt auch gesagt. Gut, und er hält sich nicht an unsere Grundrechte und ist gar nicht auf unser Recht auf Freiheit. Ich erwarte gar nicht, dass der Virus sich an unsere Grundrechte und auf unsere Rechte auf Freiheit hält. Ich erwarte, dass der Bundesrat und der Staat das tut. Der Virus kümmert sich nicht um das. Und er ist auch natürlich auch verantwortlich, dass die Massnahmen ergriffen worden sind. Für das sind Menschen zuständig. Ein Virus will sich verbreiten, das ist richtig. Und jetzt kommt die nächste Fake News und will uns töten. That's fact, sagt er. That's a fact, Untertitel ist es richtig. Es will uns töten. Nein, ein Virus will uns nicht töten. Wenn ein Virus uns tötet, stirbt es selber. Ein Virus wird sich über uns verbreiten, indem es uns nicht tötet. That's a fact. Gut, dann nehmen wir da noch ein bisschen. Und ich bin auch dafür, dass man kritische Fragen stellt. Unbedingt. Unbedingt. Aber nur, wenn es seine Fragen sind, die immer schön am Geschichte vom Bundesrat folgt. Aber jetzt kommen, schaut mal da, jetzt kommen die kritischen Fragen von Stefan Büsser. Nicht jeder, der fundierte Fragen stellt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Danke vielmals. Und hat der Bundesrat alles richtig gemacht? Das glaube ich auch nicht. Super. Aber jetzt kommt's. Das sind auch nur Menschen, die machen Fehler. Das heisst also, du lässt allen alles durch, weil es Menschen sind und Fehler machen. Das ist etwa das, was du da sagst. Man darf es nicht kritisieren, weil es sind Menschen und machen Fehler. Das ist deine ganze Kritik am Bundesrat. Oder kommt jetzt noch mehr? Ah, die Fehler gilt zu analysieren und beim nächsten Mal besser zu machen. Genau für das kämpfen wir ja alle. Wir kämpfen nicht nur darum, dass der Shutdown jetzt endet. Wir kämpfen darum, dass die ganze Corona-Panik nächsten November wieder losgeht und wir am Schluss auch noch auf uns hinhacken, weil wir anscheinend nicht nur gute Menschen waren und das Virus wieder weiterverbreitet haben. Um das kämpfen wir. Und du mit solchen Videos, da trägst du überhaupt nicht dazu bei, dass wir irgendetwas tatsächlich analysieren. Du schaust nur, dass wir weiterhin in den blöden Bundesratsgeschichten merlen und weiterfolgen. Gut. Und jetzt ist auch Werner wütend auf Politik. Bin ich gespannt, wieso. Nein, ich bin nicht. Genau, da hat es die Leute, die sich selber die Regeln halten. Genau, sehen wir. Sie glauben es eben selber nicht. Ist einfach ein Humbug. Aber egal, weil wenn sie Todesangst hätten oder Angst hätten, dass ihre Eltern sterben würden, würden sie wahrscheinlich heute Zeit um den Tisch herumhocken. Über das kann man sich aufregen. Dass die anderen, dass sie, ja, würdest gerne denunzieren. Würdest gerne die Politiker denunzieren. Hast du deine Nachbarn denunziert, die zuerst auf dem Balkon gehockt sind? Das ist nur eine Frage. Ich würde nichts unterstellen, ich würde nur fragen. Dann haben wir da, dann regt er sich auf über die, die Dividenden an die Aktionäre ausschütten, nachdem sie das Geld vom Bund bekommen haben. Gut, jetzt kommt nochmal etwas, ich würde sagen, sehr linke Politik. Genau, also er regt sich auf, dass die Politik nicht genug links ist, aber sonst stört man eigentlich nichts am Bundesrat. Aber da, im Gegensatz zum Virus können wir etwas tun. Jetzt haben wir doch gerade gemeint, ein Virus kümmert sich um unsere Pläne. Also können wir um den Virus ja nichts tun. Irgendwie, Stefan Büsser, musst dich schon entscheiden, was jetzt du vom Virus haltest oder nicht und was wir machen können und was nicht. Gut. Dann sagt er, weil in der Demokratie hat immer das Volk das letzte Wort. Genau. Und wenn wir jetzt kein Wort haben, wie der Notstand da ist, der auf unbegrenzte Zeit ausgerufen ist und eine Verlängerung beantragt ist, gehen wir auf die Straße, damit das weiterhin so bleibt. Damit wir weiterhin das letzte Wort haben. Jetzt sagt er plötzlich, ich habe da eine Stimme bei Demonstrationen. Aber hört auf, den Ringeltänzchen aufführen. Ich kann nur sagen, ich bin an verschiedenen Spaziergängen unterwegs gewesen und den Ringelreihentänzchen habe ich nicht einmal gesehen. Oder? Den habe ich nicht einmal gesehen da. Gut, kann man das kritisieren, ist mir eigentlich ziemlich egal. Die Sache ist, die Polizei müsste dann die Leute abdrängen, dass dann alle auf einem Haufen hocken. Aber schön, dass du sagst, man soll demonstrieren gehen. Wie vorhin hast du gerade noch extrem lächerlich gemacht über die Leute, die demonstrieren gegangen sind. Nochmal eine kognitive, also nochmal etwas, wo du dir selber widersprichst. Genau, und das ist alles gewesen. Ich habe versprochen, dass ich 20 Minuten hatte die Bank. Jetzt hat es 25 Minuten gedauert. Und jetzt, liebe Leute, es ist 17:30 Uhr, am 7. Uhr fängt mein Yoga an. Ich wünsche euch alles Gute, trägt euch Sorge, gebt euch Sorge. Und Stefan Büsser, wenn ich sage fick dich, ist das mit übertragenem Sinn gemeint. Du kannst mit deinem Sexualprogramm machen, was du willst. Das geht mich überhaupt nicht an. Liebe Leute, trägt euch Sorge und denkt daran, Corona ist vor allem ein Bier.